Ja, hallo meine Lieben, hier ist Marion vom Marions Kreativland. Ich würde heute gerne das zweite Projekt aus den EFCO-Büchlein mit euch basteln. Und zwar ist das diese hübsche Box. Die habe ich gestern schon mal kurz vorgestellt in meinem Video von der Bestellung aus In Love Art Shop. Und die sieht so aus. Ich mache das mal gerade hier weg und zeige euch die auch mal, wie die drinnen aussieht. Also hier soll es für kleine Mini-Kekse sein. So. So sieht die in dem Büchlein aus. Sprich für diese kleinen Prinzenrollen oder Fake-Prinzenrollen. Das soll da rein. Jetzt isst meine Bekannte nicht gerne Kekse. Außerdem hatte ich diese Mini-Kekse auch nicht. Und habe dann, also so sieht die Box von innen aus. So, und habe dann wieder ihre Lieblingsschokolade reingepackt. 5 Stück habe ich jetzt hier rein, passen auch super hier rein. Also wie gesagt, da kann man ja einiges reinpacken. Ich habe jetzt 5 reingepackt. Es würden auch 6 gehen. Ich habe die jetzt nur so ein bisschen leicht gekippt. So, jetzt würde hier nach vorne einer reinpassen oder sonst was. Ja, und dann verschließt man die Box wieder. Finde ich wunderschön. Und also, ich habe dafür benutzt roten Cardstock, diesen curryfarbenen Cardstock. Für die Blumenstanzen hier, einmal diese große, einmal diese kleine, habe ich die verwendet. Die habe ich euch ja auch schon mal aus meiner Bestellung von Multinette vorgestellt. Dann dieses Set, da ist die Blume dann nochmal. Und ich habe dann noch eine kleinere, die brauchte ich jetzt nicht. Das habe ich dafür benutzt. Dann habe ich ein paar Blümchen, Strasssteine verwendet. Dann habe ich diesen Stempel hier benutzt. Da ist einmal Glückskeks, das hätte jetzt gut gepasst zu den Keksen oder Kekse, nur Kekse. Ich habe jetzt hier Glückskeks, lecker, Lieblingsschokolade. Das habe ich jetzt hier drauf gestempelt, weil passt ja natürlich. Dann Schokolade ist nicht nur fürs Frühstück. Schokomonster für den Notfall. Und hier unten steht Schokolade, hebt die Stimmung, stärkt die Nerven und macht glücklich. Also ein hübsches Stempelset, wie ich finde, wenn man Schokolade oder Kleinigkeiten verschenken möchte. Ja, und den habe ich da drauf gestempelt. Wie gesagt, öffnet sich so. Wunderbar. Kann man natürlich einiges reinpacken, muss man weder Kekse noch die Schokolade reinpacken. Man kann es ja auch für sich selber ausmessen. Ihr wisst ja, habe ich euch ja schon oft gesagt, habe ich auch schon öfters gemacht. Wenn dann die Größe nicht passte oder ich musste was anderes reinpacken, was Langes zum Beispiel, wie jetzt die Creme, dann macht man es schmaler und länger. Aber so, nur so viel dazu. So, und die würde ich hier ganz gerne heute mit euch basteln. Habe mich heute entschieden für ein dreifarbiges Projekt. Und zwar in Grau, in Hellblau und in diesem, ja, Petrol oder keine Ahnung. Ja. Die Box innen soll grau sein und außen hätte ich gerne diese beiden Farben. Ja, dann fangen wir mal an. Hol ich mal eben meinen Schneider. Ach so, ja, hier oben habe ich natürlich diese ovale Stanze benutzt in 2,5 Zoll. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zentimeter müsste ich jetzt nachmessen. Ich bin ja nicht so ein Zollmensch, aber steht ja nun mal drauf. Und diese, die ist zwar 3, aber die habe ich mir ein bisschen selber zurechtgeschnuppelt, weil ich so darunter die Stanze nicht hatte. So, wir fangen an. So, die Box hat eigentlich, laut Büchlein, hat die Box eine Größe von 24,5 mal 21,5. So, hier habe ich einen ganz normalen A4 Cardstock, den denke ich mir mal alle zu Hause haben. Dieser ist aber nur 21 cm, hat aber der Box keinen Abbruch getan. Ich habe es dennoch benutzt, weil ich finde, natürlich muss man nicht so viel Verschnitt haben. Jeder hat die A4 und deshalb passt das. Ich habe einfach gedacht, naja, egal, die 0,5 cm machst du einfach mal, probierst du mal. Hat super geklappt. Also 21 cm die A4 und die Länge ist 24,5 cm. Schneiden wir uns jetzt mal zurecht. Das ist schon mal für die Box. Also 21
mal 24,5. Ich schreibe euch es natürlich wieder in die Infobox rein. Ja, dann brauchen wir von dem grauen Cardstock für den Deckel und für die Seiten noch auch hier von diesem Cardstock. Und zwar zweimal 4,1 mal 7,2. Also ich mache erstmal die 7,2. Zweimal. So. Das Stück passt leider fürs dritte, was wir brauchen, nicht mehr, aber das hebe ich natürlich doch trotzdem auf. So, und 4,1 in der Breite. Oder Höhe, wie auch immer man das schöpft. So, 4,1. So, jetzt brauchen wir noch einen dritten. Der muss auch 7,2 haben, allerdings nur 3 hoch. Dafür muss ich leider wieder einen neuen kauen. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat. Hier habe ich jetzt noch Reste. Von dem curryfarbenen hatte ich das nicht. So, dann machen wir erstmal die 7,2. Was ich natürlich sehr schön finde in den Büchlein, ist es natürlich auch oft in Zentimeter, nicht in Inch. So, und hier habe ich natürlich die 3, da gehe ich dann schon mal bis 3 runter, so in etwa. Ja, und lege mir das natürlich nochmal genau an und ziehe mir die 3 hier runter. So. Dann haben wir erstmal den grauen Cardstock, den wir benötigen. Jetzt kommen wir zu dem Deckel. Da haben wir hier einmal, habe ich gesagt, habe ich nämlich diese Farbe. Und die Deckel haben eine Maß von 16,9 x 10,1. Also sprich, wir machen erstmal 16,9. Ziehe ich dann auch direkt durch, weil wir 2 Stück davon benötigen. Und dann zweimal die 10,1. So, das sind jetzt die... Nee, ist ja Quatsch. Ich wollte ja einen hellblauen Deckel haben. Und so ein. Ah, ist egal. So, dann haben wir schon mal einmal diese Farbe. Und jetzt nehme ich noch den hellblauen. Den machen wir dann genauso in 16,9. Mal 10,1. Ich wollte das eigentlich alles schon mal vorbereiten. Ich glaube, ich mache das beim nächsten Video auch. Das ist immer alles, das dauert immer so ein bisschen. So. Falzen machen wir gleich. So, das ist jetzt für den Deckel. Jetzt brauchen wir Designpapier. Und zwar habe ich mich entschieden, aus diesem schönen Block hier, na komm, habe ich mir jetzt die mit den Sternen aufgenommen, weil ich auch zur Deko gleich Sternchen nehme. So, da habe ich mich für entschieden. Das nehme ich mir raus. So. Ein bisschen weihnachtlich jetzt noch, aber da sieht man hinterher sowieso nicht mehr alles von. So, und dann brauche ich jetzt zweimal 3,6 mal 6,7. Und wenn man Muster hat, also das ist ja jetzt nicht ein direktes Muster, wenn man Muster hat, muss man natürlich achten. Hier zum Beispiel habe ich jetzt darauf geachtet, dass, seht ihr, ne, das ist ein bisschen anders als oben, dass das natürlich auf beiden Seiten gleich ist und hier oben sieht man es ja nicht so wirklich. Also da muss man dann drauf achten, wenn man zum Beispiel Luftballons oder so zum Geburtstag hat, dass die natürlich nicht auf der einen Seite auf dem Kopf stehen. Also nochmal 6,7. Wo bin ich da? 6,7. Mal 3,6. Zweimal, nehme ich den und dann drehe ich mir das um, da ich jetzt nicht unbedingt den
goldenen Stern da habe. So, das ist dann einmal für die Seiten. Und dann nochmals 6,7. Hatten wir ja hier, ne? 6,7 mal 2,5. Das ist dann für oben drauf. Da sieht man, wie gesagt, dann ja nicht mehr so viel von. Ich glaube, dann nehme ich das Grau. Ja, ich glaube, ich nehme diese Seite. 2,5. So, jetzt haben wir auf jeden Fall alles schon mal geschnibbelt, was wir brauchen. Jetzt gehen wir ans Falzen. Habe aber gestern allerdings bemerkt, dass meine Falzklinge nicht mehr so der Hit ist. Da muss ich mir also dringend neue besorgen. Einmal eben ein Stückchen Kaffee trinken. So, jetzt wird gefalzt. Und zwar fangen wir mit der Box an, mit dem Falzen. Da wird die lange Seite, das ist die lange von 24,5 cm, gefalzt bei 4 cm. Ich muss jetzt ein paar Mal hin und her gehen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr verzeiht. Ja, ich sehe schon, das ist schon wirklich gar nicht gut zu falzen. Kleinen Moment, ich hole mir mal eben ein anderes Falzbrett, ihr Lieben. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe noch gesehen, dass ich noch so ein Paket Ersatzklingen hatte. Einmal schneiden, einmal falzen. Werde ich jetzt mal reinmachen, obwohl ich hier, wenn ich mir das so anschaue, ich sehe da keinen Unterschied. Dass eine Klinge, die schneidet, stumpf wird, kann ich verstehen. Aber warum das hier jetzt... Ich mache die mal rein und dann schauen wir mal, ob es besser klappt. Kann ich mir jetzt nicht, also es sieht genauso aus. Schauen wir mal. So, wo haben wir die? Also wer das noch nicht gemacht hat, hier gibt es bei dem Falzbrett, das ist ja ungefähr genauso wie das von Action zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich von Fessen, kreativ. Hier gibt es eine Lücke und genau da kann man sie rein und wieder rausziehen. Ein bisschen bummeln. So, und dann funktioniert das. So, jetzt schauen wir mal, ob das besser klappt. So, also nochmal angefangen. So, also lange Seite. Ne, das ist ja die kurze. Doch, lange Seite. Falzen wir bei 4 cm. Gehe ich jetzt nochmal drüber einmal. Ich hoffe, man sieht dann den Unterschied. Einmal natürlich. Ne, ist auch nicht besser. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, egal. Ich gehe mal hier durch. Moment, vielleicht liegt es ja auch hier dran. Vielleicht hängt da ja einfach zu viel. Ja, ja hier, da hängt so vieles drin. Ne? Vielleicht liegt es da dran. So, nochmal. Erneuter Versuch. So, bei 4 cm, das lasse ich jetzt aber dann bei 8,5 cm. Das funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Das ist ja doof. Nee, muss ich doch ein neues holen. Tut mir leid, ich muss noch mal unterbrechen, ihr Lieben. So, ihr Lieben, nächster Versuch. Also 4, dann 8,5, dann bei 16 cm. Jetzt muss ich hier ein bisschen gucken. Da ist natürlich das Brett... Endet hier genau bei 16. Das ist natürlich auch immer nicht so toll. So, bisschen besser, ne? Egal. Ja. Bisschen besser. Ich habe mal selber dran getüftelt. So, und dann bei 20,5. So, das war die lange Seite. Jetzt kommen wir zur kurzen Seite. Die wird gefalzt bei 4. Bei 8,5 bei 13 und bei 17,5. So, das ist die Box gefalzt. Falzen wir gleich alles nochmal nach.
Und wir bleiben beim Falzen und dann falzen wir die Deckel. So, die werden gefalzt auf der langen Seite bei 4,6. Und bei 12,3. Und auf der kurzen Seite bei 3,5. Und bei 8,1. Gleiche machen wir natürlich mit der anderen Seite vom Deckel auch. Lange Seite 4,6 und 12,3 kurze Seite 3,5 und 8,1. So, jetzt haben wir die Falzungen fertig. Jetzt klappt durch das den Schneider weg, der heute ja nicht so toll war. Aber das ist halt live. That's live, ihr Lieben. Ja, jetzt geht es sich ans Schneiden. Und zwar. Man schneidet. Ach so, jetzt falze ich das erstmal alles nach. Ne? Wo ist mein Falzband? So, jetzt genau. Jetzt falzen wir das natürlich alles nach. Ich habe auch irgendwo ein kleines Falzbein. Keine Ahnung. Gefalzt haben wir alles. So, jetzt geht's ans Schneiden. Und zwar ein bisschen schwierig jetzt zu erklären, aber also, die Mitte bleibt stehen. Zeige ich euch jetzt, was ich meine. Also das in der Mitte ist ja quasi die Mitte. Die bleibt stehen, genauso wie diese beiden. Die werden ja nachher ineinander geschlagen, genau wie rechts und links. Also quasi geht weg, geht hier eigentlich so. Ich mache das jetzt mal mit dem Kugelschreiber oder mit dem Bleistift. Vielleicht könnt ihr das dann von oben besser sehen. Also, das hier bleibt alles. So, das kommt komplett weg. Könnt ihr das gut sehen? Nee, ne? Ich zeige euch das dann gleich nochmal. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Genauso auf der anderen Seite. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Und auf dieser Seite ganz genauso. Das drehen wir uns dann einmal um. Ich halte euch das jetzt mal hoch. So. So würde das jetzt aussehen. Kann man das mit dem Bleistift gut erkennen? So, also quasi hier so immer diese drei an den Ecken wird weggeschnitten. Komplett weggeschnitten. Das mache ich jetzt mal eben. Wo ist mein Scherchen? Neben mir. Lustig. So. Also das mache ich jetzt mal eben gerade.
wir auch stoppen können und dann schnell durchlaufen. Habe ich jetzt ganz vergessen. Ich hoffe, ihr verzeiht. Deshalb wollte ich das eigentlich so ein bisschen vorbereiten, weil ich weiß ja nicht, wie ihr das so findet. Immer so mega lange. So, ihr Lieben. So, jetzt, das ist erstmal das, was wir brauchen. Jetzt schneiden wir. Dass die beiden wegklappern, schneiden wir den unteren hoch bis in die Box, die wir brauchen. Die andere Seite genau dasselbe. Also so, ich drehe es immer so, weil die Box so kommt. Und dann schneiden wir das hier bis in die Mitte. Drehen wir das einmal auf 180 Grad. Da genau das Gleiche. Jetzt sind die vier Zipfelmänner, die nachher so eingeschlagen werden, die tun wir natürlich wieder ein bisschen abschrägen, wie immer. Ne? Das kennt man ja. So, Ecken alle abgerundet. So. So sieht das jetzt aus. So, und so wird das nachher so zusammengeklebt. Also so sieht es aus. Dann kommen die Seiten auch nach innen, genauso wie die. Als erstes kleben wir diese Teile an diese Seite. Jetzt habe ich kein Tombow. Ich habe diesen einen Bastelkleber. Der klebt zwar, aber der klebt nicht so flott wie der Tombow. Deshalb klebe ich das jetzt mal zusammen. Also diese beiden hier dran. Quasi so. Ich würde das aber lieber mit doppelseitigem Klebeband machen. Dann hält das für mich besser. Also klebe ich mir jetzt hier innen doppelseitiges Klebeband drauf. So, ihr Lieben, ich habe jetzt alles beklebt. Ich wollte euch jetzt nicht daran, was soll ich da jetzt, ihr müsst mir ja nicht beim Kleben zuschauen. Ich habe jetzt die ganzen inneren bis auf die Mitte mit doppelseitigem Klebeband, genauso wie rechts und links. Seht ihr dann gleich auch wofür. Muss aber dazu sagen, das war ein Kampf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich habe dieses doppelseitige Klebeband und zwischendurch habe ich jetzt Teile gehabt, die klebten überhaupt nicht. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob das bei euch auch der Fall ist. Habe jetzt so ganz viel Verlust, der was überhaupt nicht klebt, aber so zwischendurch. Sehr, sehr seltsam. Aber gut, jetzt haben wir es geklebt. Jetzt reißen wir die ganzen Teile. Also jetzt machen wir erstmal diese beiden rechts und links direkt über der Box. Da mache ich jetzt erstmal das eine. Reißen wir jetzt ab und kleben dann quasi diese beiden Laschen zusammen, dass wir dann da auch eine Box bekommen. Das Abreißen von diesen Teilen hier. Ich glaube, das geht manchmal mit dem Fingernagel viel, viel besser als mit so einem Teil. Ja, so. Jetzt klappe ich mir das einmal so um. Halt das so mittig zusammen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Das natürlich mit dem, wie heißt das? Ich knebe die dann auch immer so ein bisschen nach außen, damit ich ein bisschen besser arbeiten kann. Mit so einem Flüssigkleber natürlich besser, weil ihr es noch verändern könnt. Also ich mache jetzt erstmal die eine Seite, drücke mir das hier in der Mitte so ein bisschen weg, damit das nicht da dran kommt. So, und klebe mir das hier richtig aufeinander, die Ecken aufeinander, so. Und das gleiche mache ich jetzt hier, wie gesagt, das halte ich mit dem Finger weg und dann ziehe ich mir das rüber, lege das aufeinander und habe quasi die eine Seite hier fertig. Dann drücke ich noch ein bisschen dran. Und dasselbe mache ich jetzt mit dieser Seite auch.
Also die oberen, wie gesagt, ein bisschen wegklappen, damit man ein bisschen besser arbeiten kann. Und ziehe mir dann, also wie gesagt, erstmal nur dieses, was direkt an die Box anschließt. Ich jetzt gar nicht ab, ist klar. Deshalb finde ich das da auch immer ein bisschen besser, wenn man dann einen Schnelldurchlauf macht. Aber ich bin jetzt auch nicht so gut da drin mit wieder stoppen oder schneiden oder sonst was. Seht ihr, das klebt jetzt auch wieder gar nicht. Schon sehr seltsames Klebeband. Ja, da muss ich mir einen neuen Streifen draufkleben. Der klebt nämlich überhaupt nicht. Oder ich lasse es jetzt. Ihr wisst ja, dass da einer war. Das macht nichts, weil die kommt gleich darüber. Dann ist das nicht so schlimm. So, jetzt halte ich mir wieder die eine Seite mit den Fingern hier ein bisschen weg. Damit die nicht so... Weil, wie gesagt, mit Flüssigkleber ist das natürlich super, weil man dann natürlich ein bisschen noch verrutschen kann. Das kann man mit einem doppelseitigen Klebeband leider ja nicht mehr. So. Und die andere Seite, die klebe ich mir jetzt auch hier drüber und schaue, dass das natürlich richtig zusammen ist. So, jetzt sieht man schon, haben wir eine kleine Box. Jetzt machen wir die Außenseiten, machen wir jetzt auch ab und kleben die nach innen. Leute, ich drehe durch mit diesem... Entschuldigung, aber der Kleber da, das Band so blöd ist. Also, ich weiß auch nicht mehr, woher ich das habe. Ganz ehrlich. Ja, da geht es nämlich hier schon wieder auseinander, weil man dann so doof drücken muss. Aber ihr kennt mich ja, ihr verzeiht mir ja. Ich habe euch ja gesagt, dass das immer während des Bastelns immer... Es klappt immer alleine super. Und dann will man das zeigen und dann geht vieles schief. So wie jetzt. So, den klappen wir jetzt nach innen. Na komm. Und das gleiche machen wir mit der anderen Seite auch. Und jetzt diese beiden genauso. Dadurch kriegt die Box natürlich auch Stabilität. Das ist natürlich das super. Es tut mir so leid, ihr Lieben, dass das nicht so klappt, wie es soll. So. So, da haben wir jetzt quasi die Mittelbox schon mal fertig. Jetzt nehmen wir mal das ganze Geschnipsel hier weg und dann gehen wir an den Deckel. So, und der Deckel, das ist ein bisschen fusseliger zu schneiden. So, der Deckel hat, wie ihr sehen könnt, oben vier und unten so eine kleinere Lasche. Die kleinere Lasche dreht ihr bitte zu euch, also so. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen, als wenn ihr hier jetzt sitzt, wo ich sitze. So. Und da schneiden wir diese beiden Ecken ab. Also bei der kleinen Lasche rechts und links diese Teile ab. So.
machen wir dann direkt bei beiden Deckeln. Ich hoffe, dass hier ein bisschen besser klappt. So, genauso wie hier. Oben große Lasche, kleine Lasche zu euch. Und rechts und links die kleine Lasche weg. So, jetzt kommt, upsala, so jetzt runden wir uns die natürlich auch wieder so ein bisschen ab hier unten, diese kleine, schrägen sie ab, nicht runden. So. So, jetzt brauchen wir einmal ein Lineal und einen Bleistift. Also ich habe mir das aufgezeichnet, müsst ihr natürlich nicht. So, und zwar geht es so hier an der ersten Falzung müssen wir jetzt da einen Zentimeter messen, genauso wie auf dieser anderen Seite. Den zeichne ich mir ein, hier ein Zentimeter. Genauso wie auf der anderen Seite auch. Und das machen wir bei dem anderen Deckel genauso. Hier sieht man es ein bisschen besser, weil es heller ist. Und die andere Seite genauso. So, wie ihr sehen könnt, so, da schneiden wir jetzt erstmal ein. Hier schneiden wir ein, den Zentimeter, genauso auf der anderen Seite. So, und jetzt könnt ihr euch eine Linie ziehen, hier von da bis da. Ich zeichne euch das jetzt einmal auf, aber ich habe es dann einfach so geschnitten. Also von da bis runter eine Linie und die andere Seite ganz genauso. So sieht es dann aus. Und das schneiden wir dann ab. So, dann. So, jetzt ist das natürlich, darf das nicht zusammenbleiben, weil wir das zusammenkleben und schneiden dann einmal bis zur Falzung in die Mitte durch. Und genau dasselbe mache ich hier auch. So, dann ist das so. Diese beiden oben schneiden wir genau entgegengesetzt. Also von dieser Ecke bis zur Falzung schneiden wir da auch quasi ein Dreieck. Das gleiche auf dieser Seite auch. Könnt ihr euch auch einzeichnen, braucht ihr aber nicht. So, dann sieht das Ganze so im Endeffekt aus. So, das gleiche mache ich jetzt mit dem anderen auch. So, habe ich jetzt mit beiden gemacht, sehen jetzt beide gleich aus. So, jetzt kann man, wenn man möchte, erstmal die Seiten dekorieren. Ich habe es bei dieser Box später gemacht. Ich habe die fertig gemacht und habe dann dekoriert, genau auch mit diesem Cardstock. Also ich zeige euch jetzt direkt, wie es zusammengeklebt wird und dann dekoriere ich und zeige euch dann ja am Ende, wie es wieder aussieht. Also dafür, das ist jetzt egal, also das ist die Lasche, wo die Box später unten drauf geht. Also heißt rechts, links ist der Deckel oder so, wie auch immer man das möchte. So, diese beiden Kanten werden hier dran geklebt. So, das mache ich aber jetzt wahrhaftig mit so einem Flüssigkleber, weil so Dreiecke dann auch noch mit diesem doppelseitigen Klebeband finde ich jetzt nicht so prickelnd. Also die beiden Ecken von außen Kleber. Das mache ich jetzt mal bei beiden Boxen und melde mich dann wieder. So. Jetzt habe ich beide Deckel verklebt. Also ich hoffe, es ist auch ein bisschen angetrocknet. So, das sieht dann jetzt so aus.
So, da kommt jetzt quasi die Box rein. So. Und da. Und dann wird die so übereinander zugemacht. Ja, hat auch noch nicht so ein bisschen gut. Ja, und was ich auch hasse an so Kleber ist, dass es meistens immer fettig wird. Ja, könnt ihr ja auch umgekehrt machen, wie auch immer. Muss man nachher gucken, welche Farbe da diese Sachen haben. Ja, jetzt kommt hier, ich nehme wieder doppelseitiges Klebeband. Diesmal nehme ich aber ein anderes und hoffe, es klebt besser. Also hier mache ich mir jetzt doppelseitiges Klebeband drauf, auf beiden Seiten. Da lasse ich euch jetzt aber dabei. In der Hoffnung, dass es natürlich schnell geht. So, und diese Seite auch. Ich könnte auch breites nehmen, ne? Hm. Habe ich nur leider nicht gefunden. So. Ja, das klebt auf jeden Fall schon mal besser. Ich glaube, das auch von Dieter. Dieters kleine Schnippchenbett. Kommt auch bald wieder eine Bestellung, zeige ich euch dann auch gerne. So, einmal drüber schrubbeln. Hier ist schon wieder der Kleber ab. Das ist nämlich der Kleber, der ja sowieso nicht so gut gehalten hat. Auch schön. So. Jetzt mache ich erstmal eine Seite ab und drehe mir die Box um, damit ich besser sehen kann, wohin ich muss. So, ne? So, jetzt stecke ich die Box da rein und klebe die Seite drauf. Also von unten sieht die Box nicht toll aus, die sieht jetzt so aus. Aber guckt ja keiner drunter. Man könnte auch noch einen Boden machen. Aber finde ich jetzt nicht nötig. So, jetzt machen wir die andere Seite. So, und das gleiche mit dieser Seite auch. Das stecken wir uns so rein. Und drücken fest dran. Kante dran und kleben. So, jetzt ist schon mal das Grundgerüst für die Box fertig. So, lassen wir jetzt erstmal so und jetzt begeben wir uns an die erstmal an die Seiten zu kleben. Da haben wir ja die beiden und das hier auch. So, das kleben wir jetzt mal eben zusammen. Auch mit Flüssigkleber. Bin auch nicht so begeistert, wie gesagt, davon bin. Weiß ja nicht, was ihr so für Kleber benutzt. Also wie gesagt, ich bin echt ein Tombow-Fan. Wenn er auch recht teuer ist. Letztens meine Bastelfreundin sagte ihr, der ist schon so teuer. Aber ich sage, ja, so viel brauche ich den nicht. Da braucht man auch nicht so viel für von. Und ja, und wie gesagt, ich finde, der klebt super. Da wälzt sich das auch nicht so, habe ich so das Gefühl. Gut, sieht man nachher ja sowieso nicht mehr so wirklich. Aber ja, jetzt habe ich mir erstmal wieder 10er Set bestellt. Bei dem Deckel machen wir das genau so schon. Dann kann das schon ein bisschen trocknen. Das ist ja dieses schmale Teil. Da habe ich jetzt in der Mitte den goldenen Stern. Aber wie gesagt, den sieht man nachher sowieso nicht mehr, wenn ich das Teil oben drauf klebe.
Ja, sieht gut aus. Ich glaube, ist gut verteilt. So, und die beiden Seiten kommen jetzt, also das sind jetzt die Seiten, die kommen jetzt hier drauf. Ja, das wälzt sich immer so doof, bis das getrocknet ist. Also der kommt hier hin und der kommt dahin. Das machen wir jetzt auch. Ja, nehme ich jetzt Doppelseite? Nee, ich glaube, ich nehme lieber so doppelseitiges Klebeband, ihr Lieben, oder? Ach, ich weiß nicht, das hält immer nicht so und das klebt und ist doof. Ich weiß es nicht, echt nicht. Naja, ich schau mal. Ich weiß gar nicht, wie ich das bei dem hier gemacht habe, ob ich da doppelseitiges Klebeband genommen habe. Ich nehme doppelseitiges Klebeband und klebe das drauf. So, ihr Lieben, jetzt habe ich das mal alles zusammengeklebt. Also die Seitenteile und den Deckel. Konnte mich nicht so wirklich entscheiden, ob ich hellblau nach oben mache oder dieses andere Grau. Dieses andere hier. So, also so sieht meine Box jetzt aus. Ich hoffe, wenn ihr nachbastelt, natürlich eure auch. So, jetzt habe ich für oben drauf einmal dieses mit dieser Stanze hier, 2,5 Zoll. Ausgestanzt. Das hatte ich noch über. Das ist eine Stanze von SU. Die ist ein bisschen kleiner. Das kommt hier jetzt so da drauf. Vorher, also klebe ich da drauf, dann stempel ich. Außerdem habe ich von diesem Sternenset mir die zwei kleinsten rausgesucht. Upsala. So. So, hui. So, hier die beiden habe ich mir rausgesucht und habe einmal einen großen grauen Stern, der kommt dann hier oben drauf und dann habe ich mich noch für einen kleinen drunter entschieden und zwei kleine Sterne für die Seiten. Sind jetzt ein bisschen größer als die Blümchen bei der anderen Box, aber das macht ja nichts. So, also das ist jetzt meine Deko. Das werde ich jetzt fertigstellen mit allem drum und dran. Also die Box ist ja soweit fertig. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ich zeige euch gleich dann, wie die Box komplett fertig aussieht. So, ihr Lieben, ich habe fertig geschmückt. Ich zeige euch jetzt mal eben kurz mein fertiges Werk. Und zwar habe ich das hier so gemacht. Ja, die hier habe ich jetzt passend hier zu diesem Stern gemacht. Ich hatte nirgendwo einen kleinen, ich habe Herze genug. Ich habe hier diese Diamanten da oder Steinchen. Ich habe keine Glitzersterne. Da muss ich echt gucken, da ich da jetzt was besorge. Und da hätte ich dann hier unten auch ein bisschen mit Sternen gearbeitet. Habe ich leider nicht. Ich habe nur den. Und deshalb habe ich jetzt so ein bisschen mit diesen Perlmuttsteinen gearbeitet. An den Seiten habe ich ja dieses Sternchen gemacht. Habe dann in der Mitte auch nochmal diesen Perlmutt. Halbperle und hier genau dasselbe. Ja, ihr Lieben. Meine Box, die ist jetzt natürlich ungefüllt, ist ja immer noch hier drin. Und das war mein zweites Projekt von EFCO, aus dem EFCO-Heft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz ein paar kleiner Pannen, die ich leider hatte. Aber so ist das ja nun mal, wenn man, wie gesagt, live ist. Ja, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video von mir verpasst, weil davon gibt es noch so einiges. Ich habe ein paar Bücher und da wollte ich mir so ein paar schöne Sachen raussuchen und euch das natürlich gerne zeigen. Meine treuen Abonnenten wissen das ja, das habe ich ja angekündigt. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, wie gesagt, mein Video hat euch gefallen. Einen schönen Tag, bleibt alle gesund. Gussi, eure Marien von Mariens Kreativland.